Hallo bei Wuselgusel. Wusel sollte einen Wikingerhelm besorgen. Und ich bin echt stolz auf ihn, dass er die Hörner abgesägt hat. Denn Wikingerhelme hatten keine Hörner. Wie, wusstet ihr nicht? Dann bleibt dran und erfahrt jetzt, wie die Wikinger wirklich waren. Wusel! Wusel! So. Oh, fühlt sich ganz gut an. Seht her, hier steht Beni der Starke. Einer der... Oh! Wusel? Hä? Das ist mein Viking 3001. Wikingerhelme hatten keine Hörner. Das hier ist ein Horn. Ich wusste es. Sie hatten also doch Hörner am Helm. Wusel, nein, das hier ist ein Trinkhorn. Daraus haben Wikinger getrunken und das stimmt wirklich. Aha. Weißt du auch, was so ein Trinkhorn außerdem ist? Was denn? Langweilig. Wusel, das ist doch nicht... Überraschung! Das, mein unbehaarter Freund, war eine total unlangweilige Spezialität der Wikinger, der... Überraschungsangriff. Ehe sich der Feind versah, waren die mit ihren schnellen Schiffen schon an Land und hatten alles erobert. Und deshalb rufe ich... Einen Schiffsbauwettbewerb aus? Einen Wikinger-Überraschungsangriffswettbewerb aus. Der Gewinner bekommt ein echtes Wikinger-Essen. Okay, abgemacht. Wer anfängt, erspielen wir mit Wikinger-Schnick-Schnack-Schnuck. Das kenne ich gar nicht. Doch, Bini, los, vertrau mir, los. Schnick, schnack, schnuck. Brunnen. Haha, der Schild des Ragnar Lodbrok. Das war ein sagenhafter Wikingerkämpfer. Und der überdeckt alles. Gewonnen. Ich darf beim Wikinger-Überraschungsangriffswettbewerb anfangen. Wusel, halt doch mal. Ja klar, wieso? So, mein Brunnen ist wieder frei. Ich habe gewonnen. Ey, das ist unfair! Wieso? Überraschung! Damit überlisten Wikinger ihre Gegner, hast du doch gerade erklärt. So stellen wir uns die Wikinger meistens vor. Ungehobelte Kerle, die ständig auf Beutezug waren, andere Völker überfielen, Feuer legten und raubten, was das Zeug hielt. Das stimmt schon, aber Wikinger waren auch ausgeprägte Familienmenschen. Und so sahen sie aus. Es gab Krieger, Bauernfamilien, Händler und Handwerker. Als Wikinger bezeichnet man Völker, die vor ca. 1000 Jahren im Norden Europas lebten. Im heutigen Island, Norwegen, Schweden, Dänemark und sogar in Deutschland. Wikinger lebten in einer Sippe. Das ist so etwas wie eine sehr große Familie. Einer war immer der Chef und auf den hörten wirklich alle. In diesen Sippen lebten sie sehr friedlich zusammen. Männer und Frauen hatten unterschiedliche Aufgaben. Die Frauen versorgten den Hof, erzogen und unterrichteten die Kinder. Schulen gab es nämlich nicht. Und sie waren auch für die Hausarbeit zuständig, nähten und kochten. Und sie kannten tolle Tricks. So gab es schon Bügelbretter. Auf denen wurde die Wäsche mit einer warmen Glaskugel geglättet. Die Männer waren währenddessen unterwegs, um Handel zu treiben oder neue Länder zu erobern. Oft gingen sie nicht gerade nett vor. Sie brannten Dörfer nieder und nahmen sich einfach alles, was sie fanden. Dabei kamen viele Menschen ums Leben oder wurden als Sklaven verkauft. Doch nicht alle Wikinger waren so. Es gab auch welche, die siedelten sich friedlich an und lebten gemeinsam mit der Bevölkerung anderer Länder. Beni fängt ja bei unserem Wikinger-Überraschungswettbewerb an. Wobei, ich bin ja überhaupt nicht schreckhaft. Hier ist er auch nicht. Soll er ruhig kommen? Soll er ruhig kommen? Na, dann mache ich eben erstmal weiter. Das hier
ist ein Runenalphabet. Ja, schon lange bevor es unser lateinisches Alphabet gab, benutzten die Wikinger dieses Runenalphabet. Aha, interessant. Hab ich dich! Falscher Alarm. Wann kommt denn jetzt dieser Überraschungsangriff? Ich mag das nicht, wenn man nicht weiß, was passiert. Das macht mir Angst. Würde ein Falken jetzt sagen. Aber das bin ich ja nicht. Nein, ich bin total... Wusel, ich... Wusel, ich wollte eigentlich nur mit meiner Überraschung anfangen. Die Wikinger lebten an den Küsten Nordeuropas. Und was macht man, wenn man den ganzen Tag das Meer vor der Nase hat? Man baut Schiffe, die besten ihrer Zeit. Die Langschiffe sahen aus wie Drachen. Denn die Feinde der Wikinger sollten schon vor den Schiffen Angst bekommen. Die waren oft das Erste, was man von den Wikingern zu sehen bekam. Die farbigen Segel bestanden in der Regel aus Wolle oder Leinen. Die Wikinger schmierten sie mit Fett und Teer ein. Das war ein super Nässeschutz. So hielten sie auch lange Fahrten durch, ohne zu verfaulen oder kaputt zu gehen. Schon damals ließen sich Wikinger-Segel verstellen und nach dem Wind ausrichten. Einer der Gründe, warum die Schiffe sehr schnell waren. Ein anderer Grund? Die flachen Schiffsböden. Mit ihnen konnten die Wikinger mühelos in flache Gewässer oder Flüsse vordringen. Und wenn nun hier plötzlich eine Brücke oder ein anderes Hindernis im Weg stand, kein Problem. Der Mast ließ sich einfach einklappen und weiter ging's. Die Wikinger waren aber nicht nur die besten Seefahrer ihrer Zeit, sondern auch die größten Entdecker. Unglaublich, was die Wikinger mit Hilfe ihrer Schiffe geleistet haben. Aber auch ohne Schiff steht es 1:0 für mich bei Wusels Wikinger-Überraschungsangriffswettbewerb. Hä? Ah! Sieh her, unwürdiger Erdenwurm! Vor dir steht der nordische Gott Thor, der Herrscher über Blitz, Donner, Regen und Wolken. Sehr, sehr schick, Wusel. Aber ich bin nicht überrascht. Thor! Ja, Thor. Sag mal, wie machst du das eigentlich mit dem Gewitter? Na, ich hab hier einen Knopf und wenn ich... Ach was, ich bin Thor! Wow. Sag mal, aber hatte Thor nicht diesen... Diesen magischen Hammer, Mjölnir! Mjölnir! Wusel, das ist eine Banane. Es gibt übrigens einen Vornamen, der von Thors Hammer abgeleitet wurde, nämlich Thorsten. Sten bedeutete Hammer. So, ich bin Thor und das hier ist endlich mein Hammer Mjölnir. Also ich finde, das wäre jetzt der passende Moment für Blitz und Donner. Ja, was? Nein, Moment, nein! Autsch. Überraschung! 2:0 für mich. Warum wissen wir eigentlich so viel über die Wikinger? Weil von ihnen viele Überreste gefunden wurden. Waffen, Schmuck, Stoffreste, Töpfe und sogar ganze Schiffe. Anhand dieser Funde konnte man nachvollziehen, wie das Leben der Wikinger war. Und es gibt viele Geschichten über sie, die man sich immer weiter erzählt hat. Und nicht nur in Europa hat man Überreste der Wikinger gefunden. Auch in Amerika. Und das ist der Verdienst von Leif Erikson. Erikson wollte neues Land entdecken, fuhr dazu tausende Meilen über die Meere und gelangte so an die Küsten Nordamerikas. Früher galt der Portugiese Christoph Kolumbus als Entdecker Amerikas. Aber Erikson war, wie wir heute wissen, schneller. Circa 500 Jahre vor ihm, etwa im Jahr 1000, landete er mit einer Handvoll Männer in Amerika, genauer gesagt in Neufundland. Bei Ausgrabungen wurden hier die Reste von Wikinger-Siedlungen gefunden. Der Beweis, dass sie tatsächlich vor Kolumbus in Amerika waren. Aber die Wikinger reisten nicht nur nach Westen. Mit ihren Schiffen wagten sie sich durch die Flüsse des heutigen Russlands bis in den Mittelmeerraum. Und so gibt es viele Funde, die uns auch heute noch, 1000 Jahre nach den Wikingern, das spannende Leben dieser großen Entdecker und Seefahrer nahebringen. Und beim Wikinger-Überraschungsangriffswettbewerb steht es... 2:0 für dich, ich weiß. Aber freu dich bloß nicht zu früh. Meine Überraschung ist...
Höffner Taffel! Gesundheit, Wusel. Was? Nein, Höffner Taffel ist der Name von einem Brettspiel, das die Wikinger wirklich gespielt haben. So wie wir jetzt. Und wer das gewinnt, gewinnt den ganzen Wettbewerb. Hier kommt die Spielanleitung. Du musst ganz oben anfangen zu lesen. Das sind Runen. Mhm. Ich kann keine Runen lesen, Wusel. Du etwa? Ich? Ja, klar. Also, ich, nein. Weißt du was, Wusel? Ich gebe auf. Wie? Na, du hast gewonnen. Ich bin heute großzügig und du kriegst das Wikingeressen. Wirklich? Ha, du hast wohl Angst bekommen von mir, was? Haha, ja, ich bin so mutig wie ein Wikinger. Ich gewinne jeden Kampf. Dann serviere er mir jetzt mal mein echtes Wikingeressen. Oh ja, entschuldige. Kommt sofort. Mhm. So. Bitteschön. Ja, getrockneter Fisch mit Wurzelgemüse und Meeresalgen. Und dazu gibt es noch ein Gläschen Sauermilch. Oh, boah, aber das riecht ja wie... Ein echtes, leckeres Wikingeressen. Oh. Herzlichen Glückwunsch, mein tapferer blauer Freund. Boah. Tja, und ich muss als Verlierer leider eine völlig unwikingerhafte Pizza essen. Oh, Salami. Wenn man in Buslingen einen Freund hat, dann teilt man wirklich alles mit ihm. Schokolade, Stühle, Pizza, die Badewanne und die Zahnbürste. Bist du auch mein Freund? Dann teile doch das Video mit deinen Freunden.